Jo Leute, was geht? Klüm am Start. Herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge Minecraft Legends als Elf, als Königin Klüm im Elfenkönigreich, ja. Und mit dabei ist natürlich wieder der Sinus. Der Hi. Fisch. Der Fisch. Der Fisch, ja genau. Der, das ist der Fisch. Sandl. Egal, ja, aber auf jeden ja Fall habe ich mir entschieden, hier werde ich mein Haus bauen. Da hat schon irgendjemand anders sein Haus gebaut, aber ich will ja nicht da mein Haus bauen. Also da hat der auf jeden Fall das Land irgendwie für sich beansprucht. Ich möchte aber hier so, diese Ecke sieht eigentlich ziemlich nice aus, so ein bisschen noch da mit rein. Keine Ahnung, wie viel der jetzt beanspruchen will, aber so viel darf der auch, glaube ich, gar nicht. Also ich glaube, der darf alles, aber ist mir egal. Hier, so. Und ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie sonst abklären muss oder sowas. Also ich habe bis jetzt noch nichts entdecken können. Ich habe mich hier schon ein bisschen umgeguckt. Hier ist wohl so eine Gemeinschaftsbaumfarm. Ich werde hier die ganzen Birken durch normale Bäume ersetzen, weil ich mag Birken nicht so gern. Ja, aber okay, das werden wir dann alles machen, weil Birken passt nicht so sehr zu Elfen, finde ich. Birken sind immer so, ja weiß ich nicht, gefallen mir nicht so gut. Werden wir ein bisschen verändern. Und der Jake Gamerstime, er schreibt persönlich, der Projektleiter. Das ist nämlich ein Projekt von ihm. Das kann man ja auch mal sagen. Der G-Time hat das gemacht, der auch bei Craft Attack dabei war. Und mit dem ich auch, habe ich mit ihm aufgenommen. Ich weiß nicht, aber ich habe ein bisschen mit ihm gestreamt. Und der hat halt dieses Projekt hier gemacht. Hier, das ist übrigens ein Baum, weil wir haben aktuell eine Quest. Ja, alle Elfen haben die Quest, hier so einen fetten Baum zu bauen. Und da auch eine 6x6-Karte hinzuballern. Ne? Also das ist so aktuell die Quest. Und die müssen wir machen. Hier ist der Baum. Ja, dann würden wir halt ungefähr hier wohnen. Nee, hier. Hier würden wir wohnen. Hier südlich vom riesigen Baum. Was ziemlich cool ist, finde ich persönlich. Und was wir zuerst mal machen müssen, in die Farmwelt. Ja. Und da werde ich mal ganz kurz hingehen und dann ein bisschen offscreen farmen. Ja, so halt den Start, halt, dass ich mal eine Spitzhacke habe oder so. Oder generell erstmal so ein bisschen offscreen Farmerei. Und dann sehen wir uns auch wieder. Aber der Sinus kann ja jetzt schon mal, der läuft übrigens gerade vor mir. Hi. Der kann ja jetzt noch mal so ein bisschen erklären, wie das so ist. Weil ihr könnt nämlich auch mitmachen bei Minecraft Legends. Ihr könnt auf dem Server und ihr könnt quasi mit uns allen zocken. Sinus ist dabei. Ich glaube, Mr. Moregame ist auch dabei. Zander ist dabei. Early Boy ist bald dabei. Balui ist dabei. Und ihr könnt dann mit. Muss ich hier durchs Portal oder was? Nein, das ist die Hölle. Okay, wie komme ich denn in die Farm? Hier. Durch das. Okay. Ah ja, okay. Stup. Ja, funktioniert. So, und sieht die Scheiße aus. Ist jeden Tag ist hier eine neue wohl. Hier ist ein Ofen, hier ist auch schon nichts drin. This furnace is locked. Keine Ahnung, wie ich was locken kann. Mit Rechtsklick oder Linksklick. Eins von beiden. Rechtsklick oder Linksklick? Ja, Rechtsklick ist ja Sachen öffnen. Ist ja auch egal. Ja, da ist Linksklick. Auf jeden Fall, hier sind auch Monster, hier ist auch ein Creeper am Start. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier ein bisschen farmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich ein bisschen gefarmt habe. Dann werden wir uns unser Haus mal ein bisschen angucken. Die Tageszeiten sind auch unterschiedlich hier, ne? Okay, dann würde ich sagen, ihr könnt mitmachen. Wie könnt ihr mitmachen? Soll ich das mal erzählen? Ja, bitte. Okay, also ich fange mal an. Die YouTuber haben die Möglichkeit, nach jeder dritten Folge, also 3, 6, 9, einen neuen Teilnehmer reinzuholen. Wie er das macht, ist jedem selber überlassen. Du kannst es per Zufallverfahren machen oder irgendwie was bauen lassen, auf Twitter einsenden oder so. Das kannst du ja dann entscheiden. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was sie dann machen müssen, sie müssen zu dir ins Volk kommen. Also sprich, wenn du jemanden reinholst, ist es automatisch ein Elf. Ja. Und bei mir sind es jetzt zum Beispiel Zandare und ich mache es jetzt über ein Bau-Event so ein bisschen. Und ja, ihr könnt dann, je nachdem, wie es Klim macht, habt ihr die Möglichkeit mitzumachen. Jeder vielleicht genau die gleiche Chance. Du kannst auch jemanden auswählen. Also es ist alles dir komplett überlassen eigentlich. Und es ist richtig cool, weil das ganze Projekt soll am Ende 2000 Leute fassen. 2000 Leute. Und ist schon eine Menge. Ja, ist eine Menge. Muss man mal vorstellen, wenn hier 2000 Leute auf dem Server sind. Also aktuell ist es eine Whitelist, ne? Ist klar. Ne? Und ja, das wird es immer bleiben. Das wird es immer bleiben. Das sind die Leute, die drauf sind hier? Genau. Und im Moment sind pro Folge, glaube ich, 100 Stück. Also insgesamt sind 400 Leute jetzt schon drauf. Das ist auch schon eine ganze Menge. Ja, und wie ihr bei mir mitmachen könnt, verrate ich euch dann am Ende der Folge. Aber wie gesagt, erstmal, das ist so die Sache. Und morgen quasi in der dritten Folge, nach der dritten Folge, werde ich schon jemanden auswählen. Zurzeit wird, ich weiß nicht, Legend wird, also jetzt kam das ja gestern und heute kam das auch. Ich weiß nicht, ob ich Legend täglich mache. Es kann sein, dass zwischen der zweiten Folge jetzt und der nächsten Folge, jetzt laufe ich hier nur dämlich rum, ich wollte noch ein bisschen nebenher machen, wenn ich erkläre. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine World Tour schaffe. Ich versuche es jedenfalls. Und im Livestream werden wir Legend mit Sicherheit auch einiges machen. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es wird in der dritten oder in der vierten Folge bei mir dann jemand dazugeholt. Und wir können das ja auch vielleicht mit Klümunity so ein bisschen verbinden. Ne? Aber grundsätzlich finde ich die Idee von einem Bau-Event ganz geil. Aber was ihr bei mir machen müsst, genau, sage ich euch dann am Ende der Folge. Würde ich mal so sagen. Und außerdem würde ich sagen, dass ich jetzt hier ein bisschen farmen gehe.
und wir uns gleich wiedersehen. Deswegen, bis gleich. Sinus sagt gar nichts mehr. Der hat gar keine Lust, mit zu reden. Du hast einen richtig guten Redefluss gerade. Ich will dich nicht unterbrechen. Ich habe immer gut. Ich warte, ich lasse immer so ein bisschen Pause, damit du reden kannst, aber das machst du nicht. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also für euch jetzt quasi. Nee. So, da sind wir. Weiter geht's. Und wir werden abgeholt von diesem netten Herrn, der uns noch gar nicht gesehen hat. Der hat nämlich im Chat geschrieben, ich habe mich verlaufen in der Farmwelt. Man kommt nur durch die Schilder zurück. Und er hat gesagt, er holt uns ab. Und da ist er. Hallo. Dann schreiben wir ihm mal. So, warte. Hallo. Da ist Sir Hackfresse, ja. Ebenfalls ein Elf. Und er hat sogar Elfen-Skin auch. Und er hat gesagt, er schenkt uns auch was. Er hat schon fast eine komplette Eisenrüstung. Dankeschön. Warte mal, ich schreibe eine Danke. Ja, danke schön. Oh, jetzt läuft natürlich auch Gerudo Village. Jetzt legen wir natürlich erstmal unsere komplette Rüstung an, die er uns gerade geschenkt hat. Und 15 gebratene Kartoffeln. Das ist natürlich sehr, sehr nett von ihm. Vielen, vielen Dank, Sir Hackfresse. Und er will uns jetzt irgendwie nach Hause führen, weil ich habe mich total verlaufen. Und es ist anscheinend übelst schwer. Die Rüstung im Stil der Elfen. Ja, das schreiben wir noch. Sieht nice aus. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eine komplette Rüstung. Wir haben ein bisschen Holz. Eisen ist so schwer zu finden, wirklich. Was hast du? Eine komplette Eisenrüstung? Nein, eine komplette Rüstung aus Leder, blau, grün, gefärbt. Okay. Und Essen hat uns auch direkt gegeben und sehr nice. Ich war nämlich schon am Verhungern. Und wir machen uns jetzt auf dem Weg zurück nach Hause quasi. Und wir laufen dem Sir Hackfresse-Man einfach mal. Der Name ist so geil. Einfach Sir Hackfresse. Ich meine, WT. Oh, Sir Hackfresse wird angegriffen. Sir Hackfresse, aua. Okay, er hat mir eine Potato gedroppt. Geil. Okay, nice. Auf jeden Fall können wir gleich Potatoes anpflanzen in unserem neuen Garten, den ich dann anlegen werde. Hier ist alles so ein bisschen langsam, weil man kriegt absolut kein Eisen. Und ich habe so lange gebraucht, um 3 Stücke Kohle zu farmen. Der Wahnsinn, sag ich euch. Aber hier sind auch 2 Skelette. Die ich einmal hier einfach die Schlucht hier runterschubsen werde. Oder auch nicht. Oh, ein Bogen. Cool. Er möchte ihn anscheinend nicht haben, weil er hat schon einen Bogen. Und deswegen laufen wir einfach mal weiter zur Hackfresse hinterher. Es ist auch eine spannende Reise hier. Durch die Welt of Warcraft. Okay, er nimmt Schaden, wir nicht. Weil, aua, okay, doch, wir haben auch Schaden genommen. Okay, richtig Parkour hier auch so in der Nacht mit zur Hackfresse. Okay, ich kann mal meine Erzählerstimme machen. Okay, mach mal. This evening, just on Saturday night TV shows, it's Klim and Sir Hackfresse going through the portal, going through the wilderness, hunted by skeletons and Hühner. Also, they are running through the Bäume and looking for the mighty shield that brings them back to the forest of the Elfen. Rated Peggy 16, only in ausgewählte Kinos. Jetzt gucken die an den Film. Das wird ein epischer Film, Leute. Das wird ein, zack, bumm, ein epischer Film. Ich musste gerade klatschen, sorry, Sir Hackfresse. Wir haben mit Sir Hackfresse auch einen treuen Freund gewonnen, der uns immer weiterhelfen wird, wenn wir anscheinend auf dem Server sind. Er hat auch einen Pfeil im Kopf, haben wir auch? Nein. Das ist mein, ja, mein knappes Sir Hackfresse. Weiß nicht, warum mein knappes Sir genannt wird. Muss ich auch nochmal mit meinem leitenden Dienststellen leider klären. Sir Hackfresse, was machst du da? Kommst du jetzt hoch oder wolltest du da unten stehen bleiben? Also, er kommt hoch. Alles klar. Stimmt gar nicht. Aber es passt ja, du hast ja gesagt, du bist die Königin der Elfen, oder? Ich bin Königin. Ein Ender, Stinky! Okay, den töte ich. Dann ist es ein YOLO, Ritter, Sir. YOLO, Ender, Stinky und down ist er. Krieg ich eine Enderperle? Natürlich nicht. Dreckspenner. Egal. Sir Hackfresse, schaust du dir auch den schönen Mond an? Wie er gerade untergeht. Ja, muss man sich Klim ist mutig. Klar. Bist du in der Farmwelt? Ja, mit zur Hackfresse. Sag mir, wenn du am Spawn bist. Ich bin auch in der... Wir haben gerade eine epische Reise hinter uns. Ja. Das muss man mal... Das vergessen die meisten. Und hier werde ich mir ein paar Seeds mitnehmen. Oder auch nicht. Ja, ich kann mir natürlich auch gar keine Seeds mitnehmen. Hallo, kommst du mal bitte. Ich habe ein Seed im Inventar. Hier ist auch eine schöne Blume. Die nehme ich auch nochmal mit. So... Zur Hackfresse ist da hinten. Ich muss noch ein paar Blumen sammeln zur Hackfresse. Es tut mir leid. Wir haben natürlich hier auch unser Lichtchen. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber der Shader macht hier manchmal Licht. Ich denke schon.
Es wird, gibt eigentlich keine Regeln. Das ist eigentlich, was ich noch erzählen wollte. Du hast hier übrigens keine Regeln mit Aufnahmen. Mhm. Das ist ähnlich wie bei Craft Attack. Ich glaube, das hast du noch gar nie erwähnt in deinen Folgen. Craft Attack hatten wir Aufnahmeregeln. Also ah, okay. Du durfst jetzt nicht 3 Wochen am Stück nichts machen einfach. Ah, Vorsicht, Zargfresse, ein Creeper! Zargfresse! Nein! Der Creeper... Zargfresse! Nein! Nein! Du wirst Zargfresse nicht töten! Aha! Boah, ich hab's zur Hackfresse gerettet. Ich komme jetzt verbeuge mich für Hack. Ich töte ihn jetzt. So, vielen Dank, Sir Hackfresse. Danke. Ja, bitte. So. Hab ich dir richtig gegönnt. wir werden jetzt noch unser Territorium ein bisschen abstecken, zu den Elfen teleportieren. Zack! Und da sind wir bei den Öfen. Okay. Nein, ich meinte mit den Aufnahmeregeln. Ich kann euch hier nochmal ganz kurz zeigen. Hier, könnt ihr mal durchlesen, während Sinus quatscht. Erzähl weiter. Okay. Du hast schon Aufnahmeregeln. Also da darfst, glaube ich, auch nicht inaktiv sein über 2-3 Wochen. Aber du hast halt kein Maximum. Und kannst halt immer offscreen aufspielen. Du musst halt nicht aufnehmen. Ist nicht so wie bei Skytech. Ja, okay, bei Craftech, stimmt. Bei Skytech musste man. Da hat er immer eine Aufnahmepflicht, ja. Genau. Ja, und ich werde jetzt mal bei Tage, werde ich mal meine Crib quasi starten. Und werde auch schon Schildchen stellen, von wegen, ja, pass auf. Hier würde ich mich nicht zu nah rantrauen, denn hier baut Klüm, ja. Und ihr wisst ja, ich behaupte immer von mir, dass ich relativ gut bauen kann. Und ja, ihr habt schon gemerkt, dieses Projekt löst Craft Attack ab. Craft Attack 2, ich war der Einzige, der es noch gemacht hat. Und bevor ich da jetzt was baue und der Server dann eine Woche später gelöscht wird, habe ich dann gesagt, okay, mache ich lieber das hier. Ich weiß auch nicht, was das hier darstellen soll. Das ist irgendwie so ein Baumfarm-Ding. Egal. Hier auf jeden Fall, hier so kommt unser Haus hin. Vielleicht so ein bisschen hier. Was ist denn hier? Hier ist auch so ein kleines Tal. Möchtest du mal rüberkommen vielleicht? Ich? Ja. Du kannst mir ja mal deine Hut zeigen, ja stimmt. Zeig mir mal deinen Platz, wo du baust. Dann kann ich dich immer besuchen und dir Post bringen. Oh, ja. Wie cool ist das denn? Ich kann mir einen Briefkasten machen. Ja, mach ich auch noch. Alter, hier sieht's ja episch geil aus, Alter. Das ist der einzige Nachteil für uns Erfolg. Wenn Außenstehende kommen, können die nie zu uns kommen, so. Das oder sieht echt episch aus hier. Hier baue ich mir mein Haus hin. Genau hier. Wo bist du? Oder da drauf. Das wäre natürlich auch eh auf so... Oh, die Klippe, Alter. Da baue ich mein Haus. Ja, 1000 pro. Da wird mein Haus drauf stehen. Wo muss ich circa hingehen? Wenn du rauskommst... Ja. Quasi genau da, in die entgegengesetzte Richtung. Ich warte hier, Leute. Ich hol Sinus mal ganz kurz ab. Okay. Huch, da ist ja ein Sinus auf einmal. Und ein X-Voltage-Focus. Okay, ich möchte dir jetzt mal ganz kurz zeigen, wo meine Crib stehen soll. Hier ist ja schon viel bebaut und ich möchte halt genau darauf bauen hier. Genau, was du jetzt siehst, genau geradeaus, das da. Okay, das sieht echt schön aus. Das sieht echt mega nice aus, Alter. Dann werde ich mir hier so einen schönen Weg bauen oder so, weiß ich nicht. Hier so, klack, kann ich ja schon mal abstecken. Ein bisschen jedenfalls. Oh. Hier findet man keine Materialien oder so. Toll, man sollte in der Hauptwelt nicht minen gehen. Sollte. Ich weiß gar nicht, ob es es gibt. Ja, man darf, glaube ich, auch gar nicht. Ich weiß nicht, was, wenn ich mir einfach nur einen riesen Keller mit vielen Gängen ausheben will? Dann kannst du es machen, natürlich, ja. Ich weiß nicht, ob hier oder gegenüber. Weil, guck mal, gegenüber dieser riesen Ding sieht natürlich auch schon episch aus, ne? Ich würde fast gegenüber, da ist fast ein bisschen zu klein, oder? Ja, irgendwie schon. Gut, reiß mal die Fackeln wieder ab, mach mal gegenüber hin. Ist das immer noch, kann das sein, dass das, nee, das ist schon die zweite Folge, ne? Ich habe gerade schon ein kleines... Déjà-vu. Zack, nehmen wir die Fackeln natürlich wieder mit. Kann ja nicht sein, dass hier unsere Fackeln hier... Wann kommt der Kunga wieder mal? Der Kunga, das war nicht unsere Fackel, ne? Ich möchte natürlich nicht von anderen Leuten die Fackeln wegreißen. Das war unsere Fackel. Zack. Weggeschnitzelt. So. Wie gesagt, ihr könnt auch mitspielen. Ich habe ja gesagt, ich verrate euch am Ende der Folge, also jetzt quasi, wie ihr mitspielen könnt. Ich werde das wahrscheinlich eh vergessen, aber ich habe es nicht vergessen, ja? Das ist auch mal... Das könnt ihr... Ich habe zum ersten Mal etwas nicht vergessen. Ich habe, was am Anfang der Folge gesagt wird, nicht vergessen. Das ist Mangrohr. Ja, Mensch, der liebe Jens ist auch da und er ist auch 11. Mangrohr. Echt? Ja, ja. Der liebe Jens ist auch dabei. So, auf jeden Fall, baue ich da. So, und wie könnt ihr mitmachen? Das ist wahrscheinlich auch eine sehr interessante Frage. Ihr könnt mitmachen, indem ihr mir einfach etwas schickt. Und zwar machen wir das so,
machen wir das mal so ähnlich, wie der Sinus das gemacht hat, weil ich fand die Idee eigentlich ganz cool, ein Bauwettbewerb. So, und was ich jetzt am Anfang ganz cool machen kann, macht mir mal, okay, macht, wir machen es so, wir machen in der nächsten Community-Folge wird es ausgelost, das müsst ihr ja dann, warte mal, lass mich mal kurz rechnen, die Folge hier müsste am Donnerstag kommen, das heißt am Sonntag bei der nächsten Community-Folge werde ich dann auslosen, wer von euch mitmachen darf. Michael P., ich bin überhaupt nicht zu weit. Wieso bin ich zu weit? Fragezeichen. Jedenfalls, ja, wie gesagt, ihr müsst einfach was bauen und ihr baut einfach mal euer Haus, was ihr bauen würdet, wenn ihr bei den Elfen anfangen würdet. Das fände ich ganz cool. Nur das Haus. Auf dem Flatland einfach ein Haus. Ihr könnt natürlich ein bisschen Gelände terraformen, aber einfach normales Flat-Grasland mit ein bisschen Hügel. Ihr könnt bauen, was ihr wollt, ja? Einfach ein Haus. So, und die coolste Einsendung, meiner Meinung nach, darf mitmachen. Machen wir es einfach so. Okay? Ich finde es eine coole Idee und ich würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Du hast noch was vergessen. Was habe ich vergessen? Wie senden Sie dir das ein? Achso, ja, ihr könnt mir das gerne per... Ne, bei Twitter lese ich das nicht. Ich bin bei Twitter kaum aktiv. Schickt mir das per YouTube-PN oder per Facebook-PN. Per Facebook kommt es auf jeden Fall und bei YouTube kommt es eigentlich auch immer an. Schickt mir das einfach als nicht als Bilddatei, bitte irgendwo hochladen, sei es bei... Sei es per Push oder per Gyazo oder bei ImageCheck oder irgendwo könnt ihr bestimmt ein Bild hochladen, Dropbox, weiß ich nicht. Und dann schickt ihr mir das zu und ihr könnt natürlich auch ein Video auf YouTube machen, in dem ihr zeigt, okay, so und so würde ich mein Haus bauen, könnt ihr ein bisschen dazu erklären. Wie ihr das macht, ist mir ganz egal. Hauptsache, ihr zeigt mir ein Haus, das ihr selber gebaut habt, wie ihr es bauen würdet, wenn ihr bei den Elfen bauen würdet. So, und da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Legend. Ich gucke mich ja vielleicht doch mal um, vielleicht finde ich hier noch was einen anderen coolen Platz, weil die sagten gerade schon, ich stehe hier eigentlich ziemlich am Rande. Aber ich finde das so eigentlich ganz geil, so kann man auch alles überblicken so ein bisschen. Wenn der vor mir nicht gut baut, ey, reiße ich sein ganzes Haus ab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Legend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ja, dann lasst doch einen netten Kommentar und eine gute Bewertung oder eine schlechte Bewertung, wenn es euch nicht gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.